Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und wie immer, erstmal wird der Hund gestreichelt. Und dann geht's aber sowas von los hier. Und wisst ihr was? Das ist das 500. Video. Und jetzt gucken wir erstmal, was liegt heute an. So, gegnerische Nichtspielercharaktere unbemerkt getötet, okay. Tüpfelten Gabelwels gefangen im Leben. Indianertabak gesammelt. Okay, Lagerstile geändert. Das können wir gleich direkt mal machen. Hier so ein bisschen. Oh. Stinktiere geschossen. Das kriegen wir hin. Mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Adlerauge benutzt. Zielperson abgeliefert. Und eine schwierige. Ne, ich denke nicht. So, große Tierkadaver, kleine Tierkadaver und perfekte Tierkadaver. Ja, da gibt's genug zu tun. Münzen finden. Was mit Detektor ist ja quasi in Personalunion und 5 Vogeleier. So, Distanz gefahren, eine Spezialsorte hergestellt und Geld verdient. Wir haben sonst schon kein Tier getötet, betäubte Tiere geweckt, Darntonika. Also, da hauen wir uns schon mal eins rein. Dann wechseln wir mal eben den Stil hier. Kann sich nur um Stunden handeln. What are you after? Und dann nehmen wir den Kopfgeldjäger. Da sind, ja, da ist das erste Gold im Sack. Wie man so schön sagt. Dann düsen wir jetzt mal eben zur Schwarzbrennerei und schmeißen erstmal was an. Dann kann der Franzose schon mal arbeiten. Wo wir gerade hier sind. Ach, das wollte ich nicht. Ja, das ist aber auch schon mal erledigt hier. Das wollte ich. Und da haben wir direkt was mit dem Spaten gefunden. Und dann habe ich, glaube ich, noch. Oh. Suchgebiet für Münzen, ja, das ist doch gut. Ah, die Madame ist immer noch hier. Zieht die gar nicht mehr um? Ja, das ist ja tippitoppi hier. Da können wir das ja gleich noch abgrasen alles, oder? Das ist klar. Ja, wir machen hier gleich weiter. Ochsenfrosch. Wo ist er? Wo hängt der fest? Wo ist der hin? Da ist er doch. Ach so. Eben das Pferd ranholen hier. Da könnte man jetzt ja richtig clever sein. Und das mal eben. Ach komm, egal. Wenn man das mit dem Kleinmittelfall gemacht hätte, wäre er perfekt geblieben. Hätte man das erste perfekte Tierchen gehabt. Aber wisst ihr was? Müssen ja hier auch nicht zu perfekt arbeiten, oder? Got some more work for you. Ja. Ah, bonjour. Da seht ihr es. Ja, nichts zu tun. Very well. But this could be cheaper. War nicht irgendwo. Das war doch gerade hier. Obwohl. Was ist denn hier? Ja, komm. Machen wir hier richtig was. This will be quite special, I think. Und dann düsen wir direkt nach Valentine. Und machen wir eben die Münznummer fertig.
dann ist das hier unter der Wäscheleine, glaube ich, ne? Da ist das. Dann können wir schon mal die nächste Markierung setzen. Dann geht's hier hin. Ja, ja, da ist wieder ein bisschen Action, das tun wir uns jetzt aber nicht an. Apropos Action. Ich glaube, diesen Monat gibt es irgendwie mehr Knete, mehr XP für Händler, oder? Ich hab's mal wieder nicht gecheckt. Wie immer. Habe ich da nicht so drauf geachtet. So, das reicht ja gar nicht als kleines Tier. Dann nehmen wir nur das Fell mit. Gleich mal gucken, ob wir irgendwie schon ein großes Tierchen mitnehmen können. Was soll's denn? Jetzt machen wir mal wieder, es wie die Sauber im Ferkeln. Eins nach dem anderen. Ah, ja, ja, das ist hier am Schild, glaube ich, ne? Ja, das war voll. Aber da war doch auch gerade irgendwie ein Punkt. Ist er da? Vogeleier. Das ist ja noch besser. Ich dachte, ich hätte hiervon noch irgendwas gesehen. Der ist perfekt. Ne, aber nicht richtig. Das gibt's doch nicht. Ja. Gerade noch gesagt, ne? Ich mach eins nach dem anderen. Und mach's dann doch wieder nicht. So, nehmen wir die Ackerminze noch mit. Aber das mit den Vogeleiern, das war ja schon mal gut hier. Aber wo wir gerade hier sind, checken wir mal eben, ob da hinten auch noch was ist. Die Nummer nämlich auch schon fertig. Das war ein Waschbärchen. Der ist perfekt. Den nehmen wir mit. Dann düsen wir mal lieber zurück ins Lager, stellen die Vorräte und dann
kann der Kompagnon auch weiterarbeiten. Aber erst checken wir eben hier. Da hinten sind ja auch schon mal Vogeleier. Klar, heute nicht. Jawohl, das geht. Ich dachte schon, ich kann hier kein Lager aufschlagen. Das wäre nicht so gut gewesen. So, ab geht's, dann kann ich immer einen Schluck trinken hier. Ah, you're back. Ja, aber klar. Oh. Docks are looking good. That's top notch. Und dann waren das irgendwie 10 kleine Viecher, ne? Good stuff. Very nice. Beautiful. Excellent. Thank you. This is good quality. So, da haben wir schon mal ein perfektes Tierchen gespendet. Und die 10 haben wir auch durch. Dann fahren wir mal eben eine Ladung weg, damit wir auch weiter spenden können. We have another batch ready for market. Buyers are lined up not too far from here, so all you have to do is head over and make the sale. I just keep surprising myself. And to think my pa said I'd be a drunken hobo my whole life. Dann wollen wir mal. Da seht ihr es, 10 Tierkadaver. Also kleine Tierkadaver gespendet. Wenn wir dann gleich wieder da sind, dann können wir vermutlich direkt die Vorräte bestellen. Damit der weiterarbeiten kann. Wie immer kürzen wir hier ab, ne? Schon mal die Knarre ziehen. Ich gebe alles. Aber ich denke, diesmal ist die Schießerei wieder direkt beim Abladen. Denn sonst wird man hier ja manchmal schon mal verfolgt. Dann hat man es quasi direkt erledigt, aber tja, heute nicht. Ja, da hört man schon. Oh, wollen wir uns hier ranhalten.
Wo ist denn der andere Ampelmann? So. Das ging doch fix. So, was gibt's da heute? Oh mein Gott, da gibt's erstmal noch Punkte. Oh, 4000, jawohl. Und 1000 Dollar, genau. Also, anscheinend gibt es massenhaft Endlerbonus. Kann ich hier trotzdem plündern hier? Ja. Oh. Jetzt ist er weg. Ja gut, dann ist das so. Ah, hier gibt's doch auch Dingenskirchen hier. Sag mal schnell. Stinktiere. Ja gut, dann looten wir die erst. Ah, hier liegt der Typ jetzt. Weil von der Uhrzeit her, oder? Müsste es doch so langsam Stinktiere geben hier. Sagt die Uhr. Ja, locker. Das hat sich jetzt alles nicht so gelohnt hier, ne? Aber Streifenskunk, da ist er. Sonst noch irgendwo was? Weil das ist hier so die Gegend, ne? Ah, hier gibt es glaube ich auch Indianer-Tabak. Hiervon einsammeln. Ach, müssen wir sowieso sammeln, das ist ja noch besser. Ja, ist auch nicht perfekt, also. Abziehen. So, jetzt hier noch so ein Skunk. Das ist ja wenigstens perfekt. Nicht. Okay, vielleicht war der perfekt und jetzt bin ich da vorgeritten, ne? Man kann nicht mehr gewinnen. Auch nur 2 Sterne. Aber ist denn hier kein Stinktier mehr? Das gibt's doch nicht. Doch gefühlt immer im Doppelpack. Oder häufig, sagen wir mal. Ja, dann nehmen wir die Möhren noch mit. Dann geht's zurück ins Lager. Dann stellen wir die Vorräte und dann sammeln wir doch einfach unsere Sammlerstücke ein hier, was soll's denn?
mal da. Keine Stinktiere. Was ist das für ein Geräusch? Was läuft da lang? Ah, Speer. Es muss hier doch Stinktiere geben. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Ach, was soll's. Ab nach Hause. We're ready to go. Ja, ja. Dann bestellen wir hier, dann kann er gleich weitermachen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo ein Stinktier. Sonst sammeln wir erstmal den Indianertabak. Ich markiere uns mal eben hier die nächste Stelle. Machen wir von da aus. Und dann haben wir das Gold auch schon verdient hier. Ja, ich glaube, wo wir jetzt gleich hinreiten, da gibt es manchmal auch nochmal ein paar Stinktiere. Also das werden wir schon noch finden, denke ich. Ah, was Speerchen hier. Auch nur 2 Sterne, das gibt's doch nicht. Schon mal einen perfekten Rutan mit. Steht er hier so rum, der Wagen? Keine Leute. So, dann haben wir schon mal 2 perfekte Tierchen. Ja, müssen wir irgendein Stinktier finden, das kann ja nicht normal sein hier. Das Taschentierchen nehmen wir natürlich auch noch mit.
ist er. Da ist es. Endlich. Da waren Maronröhrlinge, ne? Da. Da brauche ich glaube ich auch noch ein paar von. Und die findet man ja halt nicht an jeder Ecke, ne? So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, das geht auch von hier aus irgendwie. Ne? Ja, ja, so war das. Ich meine, das ist in der Höhle, oder? Vielleicht vertue ich mich auch. Meine, so war das. Das ist nämlich hier unten quasi. Naja, hier ist er doch. Zeige ich das nochmal eben. Da ist das, aber da muss man halt in die Höhle. Sonst wird das nichts, ne? So, alle Münzen gefunden. Jetzt aber raus hier. So, was braucht man als nächstes? Was brauchen wir überhaupt noch? Naturkundler. Ja, ja, mal eben Tier betäuben. Das kriegen wir hin. Ja gut, dafür muss er fertig sein, ne? Dann brauchen wir jetzt noch ein Vogelei. Und Händler. Ja, gut. Da muss der Kollege halt mal schneller arbeiten. Eine Karte auch für Vogeleier. Da müssen wir nicht. Wer weiß wo und wie lange suchen wir. Ja, das ist okay, oder? Kann man doch bestimmt hier so abkürzen. Ich versuch das mal. Wie immer. Bisschen querfeld ein. Wenn das Pferd nicht will. Ja. Warte mal da. Nehmen wir doch auch mit. Zeige ich euch auch. Hier, mein Gott, also ganz im Ernst, da reitet man noch nie her. Ja, dann sind wir mit dem Sammeln schon durch, ne? Das ging ja heute mal verhältnismäßig schnell dafür. Oh, da haben wir eine gesuchte Person. Eigentlich müssten wir die ja mal eben mitnehmen, ne? Und abliefern. So, was ist da heute der Plan? Beim Kopfgeldjäger. Adlerauge benutzt, okay, das wird ja nichts, ne? Gesuchte Zielperson abgeliefert, das is ist es.
Stand noch nicht lebendig, oder? Lebendig stand da doch nicht. Hoffe ich. Macht doch so viel weniger Arbeit. So, da hinten könnten auch Vogeleier sein. Ne? Kann ich das mit diesem Spezial... Da ist es, veredeltes Fernglas. Damit könnte man das, glaube ich, sehen. Ne? Glaube ich. Dann gehen wir den jetzt erstmal ab. Und holen uns dann das letzte Vogelei. Und wie gesagt, so macht er gleich viel weniger Arbeit, ne? Mein Gott, die müssen auch immer mitten auf dem Weg rumlaufen, oder? As far as I'm concerned, the only difference between you and them is that they're dead and you get paid. Da würde ich sagen, gibt es eine Pfeilspitze. Ja. Da war ein bisschen langsam. Der arme Kerl hat es schon hinter sich. Das gesehen, aber gerade nochmal auf der Minimap der weiße Punkt. Da, wo ich stehe. Ach, weil ich den auf dem... Aber ich habe die doch schon bekommen, oder nicht? Die Pfeilspitze. Oder muss ich ihn häuten? Ich habe nicht richtig hingeguckt, aber ich meine, das war doch merkwürdig heute hier. Ich würde sagen, hat sich heute nichts getan. So, jetzt gucken wir mal erstmal hier, wo ist das Vogelei? Das ist da. Es ging hier außen rum. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das hier schon mal hatte. Da, ne, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber gut. Das heißt ja nichts, ne?
Ein Adlerei. Siehe da. Haben wir das auch schon mal erledigt. Der war perfekt. Nein, der ist perfekt. Und da seht ihr, wir können so viel nicht spenden. Das ist die Herausforderung. Wenn ich das jetzt spende, ist vermutlich die Sache erledigt. Genau, ihr seht es. Mehr geht hier nicht. Dafür muss der Kollege dann erst arbeiten. Ja dann. Putzen wir mal eben die Knarre. Und betäuben mal eben ein paar Tierchen. Oh, Taschenvögel satt. Muss man auch treffen. Was soll's. Jetzt ist hier um 10 Uhr keine Tiere mehr. Was soll das denn? Mehr weit kommen hier. War das heute nicht so? Geweckt. Dann gucken wir doch einfach mal, ob wir bei der Madame noch was loswerden. I think you were meant to stop by here, yes? It is good to see you are not yet too alive. I am sure for my there is something company. Here to pique your curiosity. Nee, da habe ich glaube ich letztes Mal schon aufgeräumt. Gänseeier können weg, sonst können wir ja beim nächsten Mal keine einsammeln. Der Rest ist, glaube ich, relativ in Ordnung hier. Ja, das passt schon. Ne, das sieht gut aus. Dann kaufen wir die eine Karte nach.
Welcome then, and happy hunting. I know you will be lucky with this. You could not bear to part with that. Well, I can wait. Ja, vielleicht nehme ich nachher dann mal den Jagdwagen, pack den schon mal voll. Dann gucken wir, was wir sonst noch machen können. Wobei die Zeit läuft mir ja auch davon. 42 Minuten. In 4K das Ganze aufzunehmen, ist ja easy. Aber das Hochladen, das geht auch noch. Aber das Verarbeiten, das dauert da einfach echt deutlich länger. Und dadurch, dass es ja diese Händlernummer hier ist, kann man nicht so viel spenden, wie ihr seht. Ja? Weil das ja gefühlt hier alles doppelt so viel bringt. Apropos. Nee, Tasche nicht. Na, eben was gucken hier. Drei Stück brauchen wir noch. Ja. Dafür muss der Schwarzgebrannte fertig sein. Der Händler, das... Puh. Dafür müsste der Kollege mal doppelt so schnell arbeiten hier. Ist eigentlich irgendwie noch... Da hat sich ja nichts getan hier, ne? Da ist ja dieser komische Ding ins Gegen ist weg. Okay. Gibt es hier mittlerweile andere Belohnungen oder so? You know what you're looking for? Flaggen. Ne, Motiv. Andere Hunde kann man auch nicht kaufen. Outfits habe ich, glaube ich, auch. Ne, ist nämlich nicht freigeschaltet hier. Der Rest ist auch nicht schön, oder? Das haben wir. Das ist auch nicht so toll. Alright, you know where to find me. Tja, was machen wir jetzt? Hund streicheln am besten, oder? I'd rather pet a pig. So. Ach, das könnte ich ja mal eben machen hier. So, nehmen wir das mal runter. Und bestellen uns mal eben den Jagdwagen. Und packen den dann schon mal voll. Da kommt er. Da ist er schon. Also, dass man den nicht ranpfeifen kann und dass der auch manchmal, weiß ich nicht, einfach irgendwo stehen bleibt, das ist auch so ein bisschen nervig, ne? Aber nur ein bisschen. Da ist sogar was drauf. Tja, dann gucken wir doch mal. Ob wir noch ein paar große Tierchen finden, dann haben wir die schon mal hinten drauf liegen. Können dann hoffentlich später den Schwarzgebrannten wegfahren. Aber hier sieht es gerade echt mau aus, ne? Da ist ja wirklich nichts.
Der Zustand wäre ja egal. So. Dann würde ich sagen, packen wir den Wagen mal voll. So, stimmt, da muss man selbst bremsen. Ja, macht er nicht. Und ich glaube, mehr geht nicht. Jagdwagen ist voll. Ja, dann müssen wir da wegschicken. Das Pferd ranpfeifen, da ist es. Soll man denn hier hinten überhaupt liegen? Ja, das können wir nicht einfach so liegen lassen, ne? Ach komm, wir ziehen es hinterher, oder? Und hoffen mal. Dass wir wieder was spenden können. Gespannt. Supplies are good. I'm a happy man. Good stuff. So, den kriegen wir bestimmt auch noch unter. Supplies are looking healthy right now. Ah, Moment. Der ist dann. Da. Anything's better than nothing. Und dann seht ihr, es ist nämlich schon wieder voll. Was sagt die Zeit? Ja. Also das schaffe ich heute nicht. Ja. Können wir mal im Checken, wie weit ist die Schwarzbrennerei. Da jetzt noch eine Tour zu fahren. Ich muss mal kurz was trinken, werden wir auch nicht schaffen.
kam mir gar nicht so lang vor. Das gibt's doch gar nicht. So, mal gucken, wie weit der Kollege ist. Bonjour, Patron. Ja, da fehlt nämlich auch noch was. Also. Ah, jetzt ist abgeschlossen, super. Ja, aber das Fahren schaffen wir ja nicht. Ja, es wird eine knappe Nummer, ne? Komm, wir gucken mal. Wir versuchen es mal eben. Und wenn es mittendrin aufhört, dann... Es wird mir ja angezählt, deswegen. Und in der Zeit kann der andere Kompagnon ja arbeiten, ne? That is what they are paying the big price for. And that is what Marcel has created, is it not? I have not slept. I have not Quatsch nicht so viel, mir läuft die Zeit davon. To create these little jokes of heaven, eh? But now, relax and enjoy your trip. Auf jeden Fall. So. Kinokamera an und Vollgas. Jetzt müssen wir wirklich alles geben hier. Ich will hier schön durch die Bodenwelle hämmern. Aber ihr kennt das ja. Da. Sehr Boomer. Und jetzt wird es mir angezeigt, 55 Minuten. Und nach 60 ist Schluss. Oder bei 60, besser gesagt, ist Schluss. Und da bleibt mir nicht mehr ganz so viel Zeit. Oh, 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 oh. Ich darf nichts kaputt fahren hier. Ist wieder ein legendäres Tier. Das müssen wir aber ignorieren. Und Wölfe sind uns auch egal. Oh, was wir heute alles sehen hier auf der Tour, ne? Legendärer Kojote, Puma, Wölfe. Und so wie es aussieht, keine Verfolger. Ja, ist alles knapp heute hier. Das auch schon verhökert. Und hier ist noch eine Tarotkarte. Heißes Geld durch Handel verdient.
Und jetzt ab nach Hause. Denn die Zeit rast. So, jetzt gucken wir mal, was fehlt. Viel kann es ja nicht sein, ne? Eine Aufgabe fehlt noch. Ja. Entweder ein perfektes Tierchen oder eben die großen. Aber hier ist kein Platz. Habe ich nicht noch irgendwie einen perfekten, weiß ich nicht, ein perfektes Vögelchen. Nee, nix mehr. Doch da. That's top notch. Das war's. 9 von 9 Rollen. Das ist knapp heute. So. Ja, dann. Aber habe ich ja nochmal richtig Glück gehabt. Da kann ich auch nochmal einen kochen hier. 500. Folge oder 500. Video. Da gönnen wir uns nochmal richtig ein. So, dann checken wir mal eben, was kann man noch machen. Ja, ja, ein bisschen angeln. Brauchen wir nicht. So, das war das 500. Video. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.